Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fable. Im letzten Part haben wir versucht, hier den Freund von Mies zu retten. Beziehungsweise von der Dämonentür rauszuholen. Allerdings bräuchten wir dafür den Namen von der Dämonentür. Und müssen wir schauen, ob wir den rausbekommen können, obwohl die meinte, dass niemand hier im Tempel den Namen kennt. Okay, trage ich schon mal gern mit. Beziehungsweise hatten wir auch noch den Typen, der uns verschockeln wollte. Und seine Tochter. Hier kommt mein Volk, um zu mir zu beten. Möchtet ihr nicht mit auf? Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Ja, sprechen wir mal zu den Leuten hier. Hallo auch. Habt ihr Interesse, den Namen der Dämonentür zu erfahren? Wenn ihr mir etwas Wertvolles gebt, verrate ich ihn euch vielleicht. Zum Beispiel was Rotes und Glänzendes. Anderenfalls müsst ihr eben selbst dahinter kommen. Okay. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Was Rotes und Glänzendes. Mein letzter Lebenstrank. Ich weiß gerade nicht, was wir sonst noch haben, was Rotes und Glänzendes. Was haben wir? Eure Waffe weg. Dieser Ort ist heilig. Zeigt Respekt. Das wollte ich nicht. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Alle, die großzügig spenden, sollen angemessen belohnt werden. Haufenweise Gold bringt den Segen des Tempels ein. Okay. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Schauen, können wir hier oben vielleicht was erfahren? Also, kennt ihr schon die Legende dieses Schwerts? Ein Ritter des alten Königreichs namens Yu besaß ein einzigartiges Schwert. Er war ein Riese. Dieses Schwert mähte Monster, Leute und Dämonen um wie Grashalme. Es besaß Macht. Macht, die kein Sterblicher kontrollieren konnte. Sterben stieß Yu es in das lebende Gestein, aus dem es niemand mehr würde befreien können. Die Legende besagt, dass nur wer so stark wie Yu der Riese ist, es herausziehen kann. Vielleicht ist das ja nur Altweibergeschwätz. Vielleicht ein Trick. Oh ja, ihr seid ja wohl. Wir wollten das Schwert aus dem Stein ziehen, schaffen es aber nicht. Warum versucht ihr es nicht? Ja, ich glaube nicht, dass ich da genügend Stärke gelevelt habe. Hätte ich doch nur dieses Schwert. Aber es scheint festzustecken. Wir wollten das Schwert aus dem Stein ziehen, schaffen es aber nicht. Okay, jetzt gibt's auch noch das Gleiche. Hätte ich doch nur diese Nur jemand mit... Oh ja! Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir dafür genügend Kraft hätten, was ich überhaupt versuchen darf. Na los, ihr schafft es. Oh nein, was für ein Pech. Das Schwert bleibt erst einmal da. Ihr solltet etwas trainieren und Fleisch auf die Knochen bekommen. Okay, wie gesagt. Das ist klar. Dass wir es nicht schaffen. Versuchen wir das nochmal zu spenden.
meine, wir hätten ja das Gold. Besser nicht was Großzügiges. Was machst du? Eure Spende entging den Mächtigen dort oben keineswegs. Okay. So, da will ich ja nicht rein. Ausrüstung dabei. Ja, das war hier dabei, vielleicht. Ich würde sagen, Gesundheitstrank ist rot und glänzend. Wir haben auch nur 3 Rubine. Das hilft uns ein bisschen weiter. Mal schauen, ob das ausreicht. Und ob das überhaupt wahr war. Was war noch mal wo? Was ist es? Was ist das hier? Ha? Nee, das ist das nicht. Ihr kennt meinen Namen. Toll. Dann mal reinspaziert. Ja, okay. Wenn der Name macht sogar Sinn. Nach den Hitchhikers-Schlages. Wie ich Stein schlagen mussten. Ihr habt mich gefunden. Na großartig. Wenn ihr mich finden könnt, könnt ihr es auch. Ich hätte niemals versuchen sollen, die Fokuspunkte zu studieren. Aber woher sollte ich wissen, dass Jack auch an ihnen interessiert war? Ja, Messer Jack. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber ihr könnt mein Notizbuch lesen, wenn ihr möchtet. Ich will es nicht mehr. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss weiter. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Und das dank euch. Ja, okay. Eigentlich sollten wir ihn ja zum nächsten bringen, oder nicht? Okay. Albion Kreaturenbuch.
Das hätten wir vielleicht früher gebraucht. Ohne. Okay. Sehr viel. Eine große Liebe. Die Sockenmethode. Ja, mit dem Untertitel wie gewöhnlich mehr 6 Spiele in nur 10 Tagen. Mit ihren Lesern rechts hellen Posen einzuüben, flirten und zu lernen. Flirten zu lernen, schicke Kleidung zu tragen und schlechte Frisuren zu meiden. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Na, was hast du zu? Sonst ist hier nichts dran. Ja, die ist ein Studium. Beziehungsweise Tagebuch ist nicht hier. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Panzer 13 höheren Rüstwert. Auch Gruselfaktor. Egal. Rüstwert ist der wichtige, nehme ich mal an. Kent hier ist auch wieder. Eine Kiste allerdings bräuchte ich dafür 15 Silberschlüssel. Die haben wir natürlich nicht. Allerdings, bevor ich jetzt zurück zu Gilde gehe, möchte ich nochmal da schauen. Da war nicht noch ein weiterer Weg weiter nach hinten. Was für ein Körper brauche ich benötige hier von der Stufe, um das Schwert rauszuziehen. Ich habe den ja schon gut gelevelt. Wow. Naja. 5 von 7. Dann brauche ich da einfach die vollständigen Körper, also alle 7 Stufen dran. Na, vielleicht. Ja, ist hier noch weiter geht. Ja, schauen wir wieder Richtung Gegner. Ja, der Händler sollte nicht dort stehen bleiben. Okay. Flammenverstärkung nehme ich auch gern. Den lasse ich vorerst hier den Gegner. Jetzt gehen wir nochmal hier nach oben. Dies ist das Dorf Knothole Glade. Es wird von Belverinen angegriffen. Daher sind die Tore momentan versperrt. Kommt zurück zur Gilde und nehmt eine Quest an, um dort zu helfen. Okay. Und wo geht's noch in die andere Richtung? Beziehungsweise, wo kommen wir bei der Mauszeit raus? Ah.
Ist auch ein bisschen doof von mir. Wir haben natürlich verschlossen wirkt die Arena. Okay. Dann gehen wir zurück zur Gilde. Erstmal leveln. Oder? Ja, wir haben nicht so viele Punkte. Nee, warte ich vorerst noch, bis ich mir Punkte gesammelt habe. Okay. Sandlermassaker werden wir nicht machen. Beschützte Völker not late. Vor dem weißen Wolverine. Okay. Können Sie große Taten übernehmen? Schauen, was wir da machen könnten. Okay, ohne Ausrüstung muss ich annehmen. Ich weiß nicht, gerade nicht annehmen. Einfach, da ich nicht annehme, dass wir da nicht getroffen werden. Ja, ich meine, ohne Ausrüstung mache ich sowieso keine Quests. Okay, ich kann jetzt direkt nach Not Too Late teleportieren. Die Ballerina außerhalb des Tors von Not Too Late. Okay. Vielleicht hätte ich es doch schaffen können, ohne Schaden zu nehmen. Vor allem wenn der Gegner direkt zu den Dorfbewohnern läuft. Ach, jetzt hat sich die Schaden genommen. Ist mir sowas nicht untergekommen. Wir hätten vielleicht eine Chance gehabt, aber diese Biester gehorchen einem weißen Wolverine. Er stampft in unser Dorf und tötet, was er will. Jetzt höre ich was. Er scheint die Lagerhäuser anzugreifen am Fuß dieses Hügels. Ja, komm. Komm schon hier hoch. Und ich hätte mich heilen sollen. Na gut. So viel dazu. Kommen.
Das kommt von da drüben. Eigentlich. Jetzt. Lass dich nochmal nicht die Doppelwohnung in Ruhe. Ich kann nichts tun. Ich nehme an, es ist jetzt sicher genug um euch herein. Ja, das ist es in der Tat. Ist das gerade die Zeit nicht für langsam? Nee, ich glaube nicht. Das sagen wir, können gerne wieder runterkommen. Okay. Wieso kann ich auf einmal blocken? Da kommt jetzt noch mal zwei. Eigentlich müssen wir allerdings wieder auf sich warten. Das ist nicht so einfach. Na, wo bleibt der letzte? Natürlich läuft er direkt zu den Leuten da. Okay. Und dann noch mal zum Weißen. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Es ist zu, dass ich die Zahn hier anhalten darf. Ich weiß, ich weiß gerade nicht wieso, weil... Ich müsste mein Mana ausreichend sein. Okay. Irgendwas ist hier gerade sehr komisch.
Ja, komm schon. Der dürfte gern mal aufzocken, der Gegner. Ganz kurz. Ist das hier dran? Weiß halt nicht mehr, wie du blockt. Und vielleicht könnte mir das ja irgendwie weiterhelfen. Okay, so blockt man. Ich echt sei dann halt nur auf. Muss ich mich blocken versuchen. Alle Dorfbewohner. Ja, ist auf. Kann man relativ viel blocken. Das soll nicht zu Ende laufen. Wieso laufen die nicht weg? Die Haut dieses Viehs ist zu stark, selbst für euch. Es gab einmal einen großen Jäger in Nordhole Glade. Er starb im Kampf gegen den letzten weißen Belverin. Seine Frau lebt immer noch in einem dieser Häuser oben auf dem Hügel. Falls jemand weiß, wie man das verdammte Ding verletzen kann, dann sie. Wunderbar. Oh ja. Okay. Na gut. Einiges, was wir jetzt hier machen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, das sollte, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Fable wieder.